Moin moin liebe Zuschauer, wir sind wieder als Happy Region Reporter unterwegs im Hansebelt, der glücklichsten Region in Deutschland. Wir sind heute im Norden von Hamburg gelandet bei Partyrent. Im Hintergrund seht ihr schon den Slogan We Create Atmosphere, denn Partyrent sorgt dafür, dass Veranstaltungen richtig cool aussehen. Ja, so gut wie der Tisch hier vorne, ne? Das ist gar nicht unser Frühstück. Was? Nein. No. Gucken wir uns mal an, komm. Hinter uns sieht man die Ladezone, da wird alles gepackt, das kommt hier von den LKWs. Dima, willst du helfen oder wo willst du hin? Braune Kissen, weiße Kissen, grüne Bezüge. Champagnergläser. Wassergläser. Weinkaraffen. Schnapsgläser. Jede Menge Weingläser. Kölschgläser. Das ist aber kein richtiges Bier. Ja, ich weiß, aber sie haben es. Suppenschüsseln. Kaffee. Kerzenständer. Kerzenständer. Fässer. Astreine Partybänke. Und Frisbees. Das ist ein Tablett. Kühlschränke. Sonnenschirme. Couch. Couch? Teller, Teller, Teller. Große Töpfe. Große Frisbees. Das sind Tische. Die haben hier echt alles, was man sich vorstellen kann. Die haben sogar einen Happy Reach Reporter. Den nehmen wir mit. Nimm den mit, komm. Ich brauche eine Kaffeetasse. Oh, da haben sie und ich von. Will die da. Die da oben. Hau die hier. Jo. Jungs. So Leute, auf die Plätze. Fertig. Los! Rückwärts? Wir haben die Werkstatt gefunden, wo die Möbel, die ausgeliehen wurden, wieder auf Vordermann gebracht werden. Dahin. Jetzt sind wir hier mit Alex. Alex ist zuständig für die gesamte Werkstatt. Du bist Tischler? Ich bin Tischler, ja. Und setze hier die ganzen Möbel wieder in Stand, die von der Vermietung zurückkommen. Und wir haben gesehen, ihr habt unglaublich viele Möbel hier im Lager. Kennst du da jedes einzelne? Kannst du da alles reparieren? Ich kann hier alles reparieren. Jetzt sind wir hier beim Vertrieb. Muss ja auch alles an den Mann gebracht werden. Und dann gucken wir mal, wer hier so arbeitet. Ich arbeite im Vertrieb und ich unterstütze die Kunden bei der Ideenfindung und Organisation ihres Events. Also du sagst quasi, welcher Teller und welches Besteck und Möbel am besten passen zum Event. Wenn sie keine eigenen Ideen haben oder ich unterstütze sie bei der Konzeption. Ja. Das ist bestimmt mega abwechslungsreich, oder? Das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, ja. Und macht Spaß, ne? Macht nach wie vor Spaß, ja. Ja, super, schön. Jetzt sind wir hier in der Kantine gelandet und Essen ausgesucht hier. Rezept des Monats gefunden. Rezept des Monats. Guck mal hier, da sind sie alle. Ja, Kollege der Woche, sehr cool. Geburtstage, alles dran hier an Bord. Das ist Tobias, seit 5 Jahren hier im Kreativteam. Wir haben unten gesehen, es gibt nicht nur funktionelle Möbel und Geschirr, sondern auch richtig hübsche Sachen. Ja, absolut. Das hat sich tatsächlich ziemlich gewandelt, so in die Eventausstattung von der rein funktionalen Ausstattung, die es früher gegeben hat, sondern nur rein Stühle, Tische, man muss erstmal nur sitzen. Jetzt ist es schön sitzen und echt eigentlich die Maxime, zu der es immer mehr hingeht, die perfekte Innenarchitektur, selbst für einen Abend. Also ihr seid so Event-Design-Architekten quasi. Ja, kann man so sagen. Ja, jetzt haben wir im Außenbereich gerade die Chill-Out-Area gefunden und hier gibt es auch einen Basketballkorb. Und da ist auch schon jemand kräftig am Spielen. Das ist Christoph. Moin. Was ist dein Job hier? Ich bin verantwortlich für den Vertrieb und für unsere Projektsteuerung. Ja, hier fahren ja die ganze Zeit schon die Lastwagen vom Hof. Wen beliefert ihr denn so? Was sind eure Kunden? Von Produkteinführung, Jubiläen, Messeveranstaltungen, die wir machen, Hochzeiten, Hospitality-Bereiche, von Sportveranstaltungen, also verschiedenstes. So viel Equipment braucht ja auch Manpower. Wie schlimm Menschen arbeiten hier bei euch? Ja, wir sind mittlerweile über 120 Leute. Okay, und das ist aber nur hier in diesem Standort? Das ist hier nur für den Standort Hamburg, genau. Ausbilden tut ihr auch, oder? Ausbilden tun wir auch, ist auch wichtig. Wir hier in 4 Ausbildungsberufen. Jetzt habe ich mir eine Auszubildende geschnappt. Hallo, ich bin Leonie und ich mache hier jetzt meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Seit Januar mache ich das und es bringt echt Spaß hier in dem Unternehmen. Ja, ist gut? Ja, auf jeden Fall. Was ich besonders toll finde, ist, dass hier das kollegiale Verhältnis sehr gefördert wird. Es ist alles sehr familiär. Und das wird auch besonders von der Geschäftsführung unterstützt durch Grill-Events, die wir organisieren oder andere schön. Coole Sachen. Ein Grill haben wir auch gesehen, schön Smoker da hinten. Ja, auf jeden Fall, richtig cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Ausbildung. Danke. Und die nächsten Events werden dann von dir geplant. Auf jeden Fall, hoffentlich. Ja, cool, danke.
Das war unser Besuch bei Partyrent, riesiges Logistikunternehmen mit 24 Standorten in 9 Ländern und 950 Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass eure Party super wird. Das Sortiment ist so groß, die haben nichts, was es nicht gibt. Und genauso vielfältig ist auch das Unternehmen. Ich meine, was haben wir nicht alles gesehen? Vom Tischler über Vertrieb bis hin zum Kreativen. Und die sahen alle richtig glücklich aus. Ja, die sahen richtig glücklich aus. Wir freuen uns auf weitere spannende Unternehmen hier in der Happy Region. Woohoo!